Gib's mir. 19 war ja dann Verteidigung, oder? 18. 18, okay. Ja. Möchtest du versuchen, da aktiv abzuwehren? Das wird deine Bewegung allerdings beenden. Also entweder aus dem Kampf zurückziehen oder in. Hauptsache, ich will über diesen Ruhenkreis rüber. Dann wirst du den Treffer wohl nehmen müssen. Dann nehme ich den. Da kommen nochmal 11 Schaden rein. Ja. Das ist jetzt meine erste Wunde, ne? Wenn ich jetzt bei minus 1 bin, jetzt ist alles um minus 1 Dann, erschwert, richtig? das macht das Tool automatisch. Ja, genau, richtig. Aber das ist so das, was dann jetzt passiert, ne? Dann ist Yami wieder dran. Ja, ich möchte einfach gern nochmal weiter brennen und hoffen, dass das irgendwann Wirkung zeigt. Ja, also eine Rune hast du bereits gelöscht, da sind halt mehrere auf der Insel. Sag mir mal eine Zahl, damit ich weiß, ob mein Fokus reicht. Viele. Zu viele. Gut, dann lasse ich das erstmal. Und möchte nur reden, was auch immer mich das an den Fokus kostet. Da reinrennen, seid ihr denn lebensmüde? Ihr vielleicht, ich aber nicht. Drei Ticks, würde ich sagen. 1, 2, 3. Nasok. Ja, Nasok macht ihm die geheißen und würde sich rennend, sprintend auf den Weg machen zur anderen Seite der Brücke. Jetzt. Dann zeig mir mal mit deinem Token langsam, wo lang du möchtest, wenn wir sprinten. Kannst auch mit der Leertaste dann Wegpunkte abstecken. Wenn du sprintest, kostet dich das 10 Ticks und du bist nicht nah genug an das Wesen ran. Bisher, aber ja, es ist jetzt ja dran. Und du bist noch unterwegs. Es bewegt sich dann mal für 5 Ticks. Da ist ein Kolossus, muss ich leider alle seine Token 5 Ticks nach vorne setzen, Das ist doch cool. um sich dir in den Weg zu stellen und dich abzufangen. Also während du versuchst dran vorbeizukommen, wechselt es die Position und bewegt sich auf dich zu und könnte dich dabei auch kriegen. Du bist leider erst bei Tick 27. Deine volle Geschwindigkeit weit und Radar ist dran. Ja, ich möchte gerne noch mal einen machen. Kriege ich dann Erschwernis, wenn ich den gleichen Zauber noch mal mache? Nö. Okay, dann möchte ich einfach noch mal mit irgendwas auf es werfen. Welchen Zauber möchtest du diesmal? Ja, noch mal den Felsgeschoss. Dann kanalisier noch mal die Magie und setz dich die Ticks weiter. Und dann ist Yamir dran. Ich realisiere, ich habe gerade vielleicht die falsche Frage gestellt. Wie viele Runen gibt es denn noch, die vom Mondlicht beschienen werden? Also noch ist das Mondlicht relativ schwach, weil der Mond gerade erst aufgeht. Noch sind es relativ wenige. Du hast eine bereits zerbrutzelt. Du siehst jetzt hier in deiner unmittelbaren Umgebung auf dieser Seite der Insel noch zwei Runen, die im Mondlicht leuchten. Okay. Flammenstrahl. Mhm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann, wenn ich nebenher reden kann, sage ich aber sogar das. Warte doch einen Moment. Ich kümmere mich drum. Nasauk! Während du versuchst, an dem Koloss vorbeizusprinten, möchte es versuchen, dich zu packen. Wie hoch ist dein KW? Der ist 16. Das sieht erfolgreich aus. Sei denn, du möchtest da irgendwas unternehmen. Nö, ich war am Sprinten. Ja, dann schließt sich seine riesige Hand um dich und umklammert dich und macht auch ein bisschen Schaden dabei. Das sind 5 Schaden für dich. Und du giltst als ringend. Schadensreduktion habe ich 2, sind es noch 3, da mache ich nix. Zieh dir die 3 ab und dann ist wieder Rala dran.
Jo, ich kann ja dann jetzt mal würfeln, ne? Du darfst dann Zauber wirken. Du bist aber gerade dabei, in einen Nahkampf reinzuschießen. Das habe ich gerade bei deinem letzten Zauber schon vergessen. Mhm. Das kostet dich minus 6, weil du die Meisterschaft nur für deinen Bogen hast. Ist das dann immer relevant, wenn das Vieh so dermaßen riesig ist? Ja. Was heißt, das kostet minus 6? Also nochmal minus 6 zusätzliche Fokus oder was? Nein, minus 6 auf deinen Wurf als Modifikator, so, damit du nicht aus Versehen Nase auftrittst. Ist doch okay, wenn er... Ist doch okay, wenn er jetzt aufs Maul kriegt. Hauptsache sie trifft. Völlig egal wen. Ja, ich hatte vorhin einen von, was war das jetzt? 23? Nee. Die Verteidigung ist 23. Du... Also habe ich 29er? Oh. Im Grunde schon, ja. Goodness, okay. Mach einen Risikowurf. Mach das nicht. Mach einen Risikowurf. Oh, oh Gott. Schwärmes Lungen kostet dich 3 erschöpfte Fokus, also 3 Fokuskosten und du darfst dich 3 Ticks weiter vorsetzen. Geiras. Mhm. Wenn ich Schwärmes Lungen habe, habe ich jetzt wen getroffen? Oder gar nichts. Gar nicht. Nein, das funktioniert einfach. Die Magie kann sich nicht völlig entfalten. Geiras. Ja, dann ziehe ich jetzt ja mir mit rüber. Und zwar, Nahsaug möchte jetzt gerade auf der Stelle verbleiben. Dann ziehe ich jetzt ihn einfach auf dieser Stelle rüber. Okay. Welchen Teil von Warte versteht ihr nicht? Also das interessiert mich dann auch nicht. Ich ziehe ihn einfach rüber. Alles klar. Das ist genauso wie dann mit Bodo und Trala. Ja, nur mit dem Unterschied, dass Yamir deutlich leichter ist. Strampelst du gerade? Wehrst du dich? Oder? Nein, ich bin am Zaubern. Ich mache das knallhart weiter. Ja, dann. Denn auch wenn der andere Wag vielleicht doof ist, müssen wir ihn trotzdem irgendwie da rausholen. Athletik gegen 15 mit minus 2. Ja. Ich habe die Meisterschaft Sprinter. Hilft mir das da auch noch weiter? Die erhöht einfach nur deine Geschwindigkeit um 1. Okay. Also gegen die 15 und Wundabzüge automatisch, Modifikator hast du gesagt minus 2? Ja, Yamir scheint nicht willig zu sein zu kooperieren, aber funktioniert. Ja. Dann darfst du die 10 Ticks machen, um zu sprinten. Ja. Und wirst am Ende der 10 Ticks auf der anderen Seite mit Yamir ankommen. Ja, dann ist einer der Hände dran, die gerade nicht sich um den guten Nahsaug geklammert hat und diese Faust möchte zuschlagen. Verteidigung war... Verteidigung ist 19. Und ich kriege minus 3, weil auch ich als Ring gelte. Ha! Aua. Das ist ein Patzer. Nahsaug, du bist bei der 17, bist du losgerannt, ne? Wann hört der Sprint von dir auf? Auf die Antwort warte ich eigentlich. Genau, deswegen wollte ich es nochmal laut fragen. Ja, sorry, natürlich, du hast deinen Sprint abgebrochen. Ich setze dich jetzt mal nach der Hälfte drauf. Tut mir leid, dass ich dich übergangen habe. Kein Problem. Aber den Patzer lassen wir, denke ich, stehen. Finde ich gut. 3 Ticks, und das gilt natürlich für alle seiner Gliedmaßen. Die 3 Ticks nach vorne dürfen erstmal die 9 für den Angriff und dann gehen alle nochmal. Das hört sich doch gut an. 3 Ticks. Den hier auch nochmal. Nach vorne. Genau. Sehr gut. Nahsaug. Ja, Nahsaug versucht verzweifelt, sich aus der Umklammerung zu befreien. Mhm. Ja, vergleichende Probe. Du darfst Athletik oder Akrobatik würfeln. Denk an die minus 3, die du kriegst. Jo, mach ich. Schon interessant, wenn die alle verschieden handeln, die ganzen Viecher. Hand. Also ich würde sagen, das geht ganz klar an das Konstrukt, das seinen Griff um dich nicht lockert. Hala. Ich
ich möchte sie versuchen, das Konstrukt zu stoßen. Also, du meinst diesen Grad Null Zauberstoß? Ja. Der ist nicht so teuer. Also, ich sag mal ganz klar, nachdem ein Felsgeschoss kaum Wirkung gezeigt hat, wird ein schwächerer Zauber das wahrscheinlich nicht. Die dann stößt neue, du da Saug mit es runter. Es geht doch nur darum, das blöde Viech von der Plattform zu kriegen. Das heißt, wenn ich es immer weiter stoße und stoße und stoße und irgendwann fällt es runter. Ja, aber die Chancen, dass du den da runter bewegst, die ich habe vorhin schon Triumph gehabt. Ich wollte gerade sagen, ey, lass sie würfeln. Hey, komm, du kanalisierst für einen Tick Magie, dann mach da einen Stoßzauber. Ja, ich will fällt mit runter, jetzt kommt der Triumph. Ja, ich brauche ja zwei Ticks, ne? Zwei Ticks kanalisieren und dann drei Ticks auslösen, also stoßen ihn. Ja, muss ja noch warten jetzt, ne? Ich hab mir schon zwei Ticks vorgesetzt. Ja, jetzt ist wieder erst Nasaug dran und danach nimmst du. Genau. Ja. Nasaug. Vielleicht kann er ja noch weg, bevor ich stoße. Wer weiß. Was möchtest du tun? Ja, nachdem Nasaug sich versucht hat, Geschick rauszuwinden, versucht er sich jetzt rauszustemmen aus der Umklammerung. Mhm. Also wieder eine vergleichende Probe. Und dabei sieht er recht verzweifelt aus. Papa kommt ja gleich. Bin ja einfach alle mal Ich muss erstmal den Magier übertragen, weil er keine. Warum tust du sowas? Lass ihn doch stehen, das Vieh kann doch nicht raus. Warum hast du mich nicht befehligt, den Magier zu tragen? Okay, das ist eine Ansage. Jetzt kommt der Stoß auch nochmal. Ah. Das ist natürlich bitter. Du hast aber einen Triumph. Für einen Splitterpunkt gelingt dir die Aktion. Dann mache ich den mal weg. Möchtest du es episch beschreiben? Ja, die Arme Nasaugs spannen sich an, die Muskeln treten hervor und er schafft es tatsächlich, diesen nahezu unüberwindlichen Monstrum den Arm wegzustemmen und windet sich aus seinem Griff. Ja, Rala, du bist dran. Ja, ich muss ja jetzt nochmal drei Ticks erstmal nach vorne setzen, ne? Du darfst jetzt deinen Zauber wirken. Ach, jetzt, Gegen den körperlichen Widerstand des Ziels. Ich fürchte, der ist immer noch durch einen aktiven Zauber erhöht, der ist 30. What? Ja. Risikowurf, komm schon. Risikowurf! Ja, Risiko. Macht das Sinn, Risikowurf. Zauberpatzer! Zauberpatzer! Zaubertriumph! Risikowurf. Spiel. Oh, oh Gott. Kostet dich weitere drei Fokus, drei Erschöpfte. Zumindest ist keine 1 dabei gewesen. Ja. Gott sei Dank. Und drei Ticks nach vorne. Yamir. Ja. Zwischen jeder Menge Flüchen auf meiner Heimatsprache werde ich trotzdem darauf achten, eine weitere Rune auszubrennen. Ja, nein. Auf dieser Seite siehst du einige, die auch im Mondlicht liegen. Kannst dir gerne nochmal Fokus abstreichen und eine weitere Rune, diesmal für einen Standfestzauber, ausbrennen. Und der Fuß senkt sich auf Nasaug. Ich weiß, es nervt. Ich frag immer wieder mal in das Fensteröffner. Kann ich nicht mehr. Autsch. Ja, ich weiß nicht, warum das mit dem SG da nicht geklappt hat, aber das ist ein Treffer. Mein Modifikator war 18, minus Schwierigkeitsgrad 0. Hat der Typ 18 Punkte Fertigkeit oder wie? Ja. Ja, und ja, hier Nasaug. Respekt. Versucht noch verzweifelt zur Seite zu rollen. Ja, kannst gerne mit Akrobatik für eine aktive Abwehr machen. Den SG in den Modifikator eingetragen. Genau. Nochmal würfeln oder rechts? Ja, komm, würfeln nochmal. Wir brauchen mehr Patzer. Sieht besser aus. Okay, plus 5 auf deine Verteidigung. Das bedeutet, du klaust ihm
Du hast jetzt 24, das heißt, er hat nur noch ein Negi. Ja. Und, oh, 16 Schaden. Fuß tut weh. Ja, dann nehme ich noch einen Splitterpunkt, dann sind es 5 weniger und 2 wegen der Schadensreduktion, also 7 weniger. Sind es noch 9. Alles klar. Dann ziehst du ab und Rala ist dran. Ja, eine Frage noch. Wenn ich die Meisterschaft habe und den Zauber dann versaue, gilt dann trotzdem, dass es einen Fokus weniger kostet? Also dann hätte ich ja nur 2 vorhin verloren. Oder ist es, wenn man versaut, nee, egal? Das, wenn man versaut, verbraucht man den Fokus. Aber er ist doch nur erschöpft. Also eine halbe Stunde durchschnaufen und der ist wieder da. Das ist jetzt auch nicht das Problem. Dann hoffe ich, habe ich es vorhin richtig eingegeben. Ja, ich warte erstmal auf die anderen und auf Befehle, weil jetzt gerade weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Ich will nicht weiter Fokus verballern. Okay, du kannst gerne auf das Abwartefeld gehen. Mhm. Und Yami ist dran. Narasuk hat sich befreit. Klemmt er jetzt unter dem Fuß fest oder kann er da gleich raus? Er hat gerade nur einen Tritt kassiert. Okay. Ich kanalisiere trotzdem mal 8x weiter Magie für den Feuerstrahl. Nur für den Fall der Fälle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und rufe dann noch Rala zu. Aus dem Kreis heraus! Du kannst entweder deine Zauberformel sprechen oder Leuten was zu rufen, aber nicht beides gleich. Sie wird schon drauf kommen. Alles gut. Frage: Wie viel kostet es jetzt, eine Waffe zu ziehen? Wie viel Ticks? 5 Ticks. 5 Stück? Ja, okay, dann. Dann bleibe ich doch bei meinem Kampfstab, auch wenn ich gerne den Zweihänder hätte. Ja. Komm, ich muss in den Kreis zurück. Ich muss da Nasauk rausholen. Ich würde genau auf die Seite gehen, die gerade Nasauk gepackt hatte. Will ich das? Ich will das gar nicht. Ich trete einen Schritt in den Kreis hinein. Okay. Und ruf, komm her. 3 Ticks. Dann ist die Hand dran. Gut, das mit dem Umklammern funktioniert nicht. Vielleicht funktioniert es mit dem Abdrängen. KW war... 10? Nee, bei Nasauk. 16. KW war 16. Die Verteidigung war 19. Mhm. Hast du irgendwas standfest oder so in der Rüstung drin? Nö, leichte Rüstung macht nicht standfest. Wenn ich auf dem Abwartefeld bin, wann kann ich dann reagieren? Jederzeit, wenn du möchtest, nachdem der aktuelle Handel da fertig ist. Okay. Du packst dich dann ans Ende des aktuellen Ticks, ja. Gott. Ja. Was jetzt passiert, Nasauk, ist, glaube ich, auch durch aktive Abwehr nicht mehr zu verhindern. Denke ich auch. So. Das Wesen schiebt und schiebt und schiebt und... Du fällst über den Rand der Insel, den spitzen Felsen, die dort unten im Wasser sind, entgegen. Juhu, und, ich bin nicht mehr im Nahkampf. Wow. Ja. Du fällst. Lass mich kurz gucken. Kann Nasauk noch versuchen, sich irgendwie geistesgegenwärtig an der Felsspitze festzuhalten, so schwer das auch ist? Ja, besser wäre es, wenn du nicht auf den Felsspitzen landest, aber gut. Du fällst und darfst dann mal Fallschaden überstehen. Du wurdest unfreiwillig dort runtergeworfen, das heißt... Die vollen 6 Meter Fallschaden, das ist bitter. Du kannst dich natürlich mit einer Akrobatikprobe abrollen, um den Schaden zu reduzieren. Ja, gegen welche Schwierigkeit? Eine 20. Das ist noch human. Ja, aber da wird der Schaden nur reduziert, nicht komplett aufgehoben. Autsch. Was? Ja, das ist
Splitterpunkt? Ich glaube, das da kannst du. Ach, du darfst den beim Patzer nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, beim Patzer darfst du nicht. Also, leider kann man mit Splitterpunkten keine Patzer aufnehmen. Nee, stimmt. In anderen Systemen. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber. Ja, verheerend misslungen. Das wird jetzt richtig wehtun. Also, du schlägst auf einen der Felsen auf und ja, wirst von den spitzen Zacken auch noch in die Seite getroffen. Und darf jetzt mal deinen Fallschaden auswürfeln. Pro Meter wie viel Schaden? Das sind ab 5 Meter 4W6 plus 10. Au. Plus 12, entschuldige. Ich darf aber auch wieder zurücktreten, ne? Den einen Schritt, den ich gegangen bin. Also, wenn ihr jetzt alle zurücktreten wolltet, können wir auch aus der Initiative gehen. Aber ich hätte gerne noch den Schaden. Achso, ich dachte, du würfelst den. Nee, den darfst du würfeln. Oh, wie danke. Tief ist das? 6 Meter? Ja. Du hast keinen sanfter Fall aktiv, oder? Nö. Ja, schade. Ich wünschte gerade, ich hätte Hand des Zauberers für Windzauber genommen. Ja. 4W6 plus 12. Dann darfst du dir jetzt bitte nach Schadensreduktion die abziehen. Ich bin mir ziemlich sicher, mich hätte das umgebracht. Das kannst du mit Splitterpunkten aber auch wegsoaken, oder? Einen Splitterpunkt darf er einsetzen, um den Schaden um 5 zu reduzieren, zusätzlich zu seiner Schadensreduktion. Ich möchte. Dann mache ich das. Mhm. 21 und 2er Rüstung. 19. Zusätzlich bekommst du leider noch Zustände. Und zwar den Zustand verwundet 2 und blutend 1. Ich möchte gerne Herz hinterher springen. Okay. Das gelingt dir. Ich habe verstärken sanften Fall an. Ja, damit ist das gar kein Problem. Vor allen Dingen, wenn du zielst und aufs Wasser zielst, dann steht auch keine Gefahr, dass du den Felsen erwischt.